eines Gymnasiums und wir möchten heute im Rahmen von unserem Seminarkurs, der über Nachhaltigkeit ist, eine Buchrezension machen. Sophia Schreiber, die Autorin des Buches, hat internationales Management an der Universität Passau studiert und 2010 ihre Bachelorarbeit über nachhaltiges Wirtschaften als Wettbewerbsvorteil geschrieben. Sie schrieb ihre Bachelorarbeit und ließ diese bei dem Grin Verlag veröffentlichen. Sie schrieb das Buch, weil sie bemerkte, dass das Leitbild in der Wirtschaft vorgedrungen ist, jedoch immer noch nicht ausreichend realisiert wird. In dem Buch spricht Sophia Schreiber von der ökologischen Dimension, von der sozialen Dimension und von der ökonomischen Dimension. Wenn diese drei Dimensionen in Einklang gebracht sind und miteinander integriert sind, nennt man das auch Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Das ist ein großer Punkt, den Sophia Schreiber in ihrem Buch vorstellt. Die Firmen und Unternehmen sind dem Druck von Regierung, Staat und anderen Vorschriften ausgesetzt. Sie umgehen damit Strafzahlungen und signalisieren eine kooperative Einstellung. Außerdem erhalten sie Fördergelder und Subventionen. Sie nennt ein paar Beispiele, wie die Firmen und Unternehmen eine Wertsteigerung erreichen können. Zum einen die Kostenreduktion und damit weniger Ausgaben. Dadurch erreichen sie auch eine Umsatzsteigerung. Außerdem kann es durch nachhaltiges Wirtschaften zu einer Risikosenkung kommen und man erlangt als Firma ein gutes Image. Somit ist die langfristige Existenz des Unternehmens gesichert. Sie spricht außerdem über die Leitkonzepte der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene. Diese Leitkonzepte werden durch gesetzliche Vorschriften veranlasst. Ein wichtiger Punkt ist die Innovation. Hierbei sollen die Firmen auf die Verwendung neuer Ressourcenquellen und erneuerbarer Energie achten. Außerdem kann ein neues Produktdesign sehr hilfreich sein. Dadurch entsteht weniger Abfall, wodurch die Produkte umweltfreundlicher und kosteneffizienter werden. Dies steigert die Wettbewerbsfähigkeit und die Firmen werden zu Trendsettern und Technologien können verkauft und lizenziert werden. Ihre Botschaft ist also im Allgemeinen zu vermitteln, dass die Unternehmen sich mehr auf die Nachhaltigkeit einlassen sollten, weil es viele unternehmerische und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Vor allem wird die Existenz der Unternehmen durch nachhaltiges Wirtschaften gesichert. Jedoch ist sie sich auch bewusst, dass die Unternehmensmechanismen nicht verallgemeinert werden können und von Unternehmen zu Unternehmen angepasst werden müssen. Gründe für nicht nachhaltiges Wirtschaften sind Ihrer Meinung nach, dass die Firmen keinen messbaren Nutzen spüren können. Was jedoch mit nachhaltigen Wirtschaften oft in Verbindung steht, sind hohe Kosten. Sie vermittelt ihre Botschaft sehr strukturiert, da sie explizit auf einzelne Teilbereiche eingeht und Abwägungen macht. Gut, weil man ihr gut folgen kann. Bei der Erklärung des Drei-Säulen-Modells zum Beispiel erklärt sie die jeweiligen Komponenten ausführlich und strukturiert und verschafft dem Leser somit ein einfaches Folgen. Was jedoch nicht so gut gelungen ist, war, dass englische Zitate, die vorkommen, nicht übersetzt und erläutert werden. Wenn man also kein Englisch kann, versteht man das nicht. Jedoch geht man natürlich davon aus, dass Leute, die eine Bachelorarbeit über internationales Management lesen, auch Englisch sprechen können. Uns hat das Buch gut gefallen. Wenn man sich gerne mit der Wirtschaft beschäftigt und ebenfalls an Nachhaltigkeit interessiert ist, ist das Buch eine gute Basis, um die verschiedenen Modelle der Unternehmen zu verstehen und wie diese nachhaltig wirtschaften können. Außerdem nehmen wir von dem Buch mit, dass sich in Zukunft immer mehr Firmen mit der Nachhaltigkeit beschäftigen werden und Firmen, die nicht darauf zurückgreifen möchten, sich irgendwann auch nicht mehr instandhalten können. Deshalb ist es auf jeden Fall von Vorteil, seine Firma oder sein Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit voranzubringen, weil es nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch der Firma selbst, indem sie beispielsweise bei der Benutzung von erneuerbaren Energien durchaus vom Staat subventioniert wird. Wir danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.